Oh, jetzt kommt dann gleich Juli ins Teamspeak, glaube ich. An alle Oh, gleich. Zuschauer, schützt euch vor akutem Ohrenblutenverlangen. Achtung! Er ist User schon. joined your channel. Im Xanadu schuf Kubla Khan ein prunkvolles Vergnügungsschloss, wo Alf der heilige Strom durchfloss, die tiefen Höhlen unendlich groß, hinab zum dunklen Ozean. Guten Abend. Das war eine einleitende Genialität. Guten Abend, Lars. Wenn du die Worte gehört hättest, die ich davor eingeleitet habe, dass du gleich kommst. Was kam? Die Zuschauer sollen sich darauf einstellen, dass Ohrenblutenalarm gibt. Crazy, was? Ey, ich sag nichts gegen coole Gedichte. Crazy schreibt, was ist das denn für ein Kaputter? Ja, wer schreibt was hier? Okay, der geht gar nicht. Gleich aufs Maul. Was will denn der, Alter? Ja, ich kann dich ja mal einladen und dann beschrückt, weil wir sind hier on air und so. Ja. Ja, ich muss euch übermerken, der geht gar nicht hier. Bronze-League-Spieler hier. Ja, so, ich tue Juli jetzt mal andere. Muten, dass ihr nicht mehr ertragen müsst. Geht es hier also überhaupt? Also lad mich ein. Zup, mute. Okay, wir hören Juli jetzt nicht mehr, beziehungsweise ich höre nicht mehr. Knusper sagt mir dann schon, wenn er was Wichtiges zu sagen hat. Lars, was sagen Sie dazu? Ich habe nicht zugehört. Drück zurück. Sie klingt doch gut. Juli, Osama Bin Laden ist tot, was sagst du dazu? Nichts, sagt er natürlich. Auf was warten wir denn gerade noch? Oder wen, oder was? Na, hallo. Erlaubt. Schlag dich jetzt mal vor. Chip, chip, chip. Wen schlägst du vor? Das Storm King. Ja komm, ey. Guck mal, so viele Leute da drin sind. Da sind Leute, die gehören gar nicht dazu, ey. Da freut sich das Storm King. Da fühlt es sich jetzt gleich heimisch in den Reihen von Osho und Richie und Snoot. Ja. Das sind seine alten Kumpels. Ja. Zusammen mit TLO war letzte Woche in der Kneipe. Ja, richtig. The Storm King. Ja. Von dem kann es auch die Werbung geben, sind wir nicht alle ein bisschen Storm King? Irgendwie würde es mich jetzt schon reizen, ihn wieder zu hören, aber sorry. Ein Typ, der dummes Gelaber an die Leute bringt, reicht hier im Stream. Und mit Knusper sind wir schon praktisch zu viert. Können wir nicht noch dich aufnehmen? Ja, richtig. Ja, Juli, wende dich mal an den her. Können wir mal geile analoge Spieleabende machen mit White Round TLO. Da, ihr werdet alle gebeten, rauszugehen. Gegen Crazy habe ich gerade gespielt, ey. Vorhin noch. Ja. Okay, und wer ist jetzt schon raus? Crazy hat doch gerade mitgespielt, oder? Ja, ja. Doof. Crazy und Storm King sind einfach nur Zuschauer. Okay, Storm King wurde mal entfernt. Crazy wurde entfernt. Bin mal gespannt. Eisen doch zugucken? Ne, Eisen auch entfernt. Jetzt können wir uns wichtig fühlen, ne? Ja. Du bist nur Zuschauer, ich habe sogar Schiedsrichterrechte. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich keinen Scheiß in den Chat schreibe. Irgendwas wie, LOL, da kommen die DTs. Okay, und jetzt leckt einer von uns vier anderen Zuschauern hier.
Yes! Finale geht los! Finale geht los! Finale geht los! Ja. Hier so eine Tower Defense Map. Nee. Soll ich das anders sagen? Nö. Was sollst du anders sagen? Nee. Nein. Niet. Oder nein. Niet. Niemals. Vergiss es. Ja, ne? Irgend so ein 50 Euro Cup, ich weiß es nicht. 50, 100 Mark kannst gewinnen, Juli. Ja, den 4-Player 2-2 Action Cup. What the fuck, laberst du gerade, Knusper? Ich hab gesagt, er soll Fast Vampire mit Werewolf Support gehen. Und hat er gefragt, was das für ein Spiel ist. Oh man. Soll ich mir den Ritt der Walküren bereithalten, wenn dann die Speedlinge einmarschieren? Ah, cool. Diplo kennt man wohl. Aber die sind irgendwie alle in einer Grandmaster League. Die Leute hier. Die oberen vier. Ja. Woher kennst du Diplo? Gibt's nochmal ein cooles Lied von mir, um die letzten Zuschauer zu verscheuchen? Ich fand deinen Nachnamen gut. Gib mal Bärchen-Song ein und guck, was kommt. Butterbärchen-Song. Butterbärchen bräuche in meinem Mund. Yummy, yummy. Das ist so lecker. Lecker. Ich schmecke Butter genauso wie das Bärchen. Es kribbelt förmlich. Schlecht ist das, bitte. Oh, da ist ein Märtchen, das ist ein Bärchensong.
Bärensong Extra Edition. Sachen gibt's, sonst kenne ich sowas nicht. Na, geht los. Yeah. Gut. Ah. Ja, da ist es soweit. Das Finale, das 100-Mark-Finale. Jo. Ähnlich wie die 100.000-Mark-Show damals. Als Wasser noch trocken und Gummistiefel aus Holz war. Oh, das ist voll komplex, Alter. Juli erzählt mir was und ich muss versuchen, ihn zu ignorieren, wenn ich überhaupt mitbekomme, was du sagst. Dann mute ihn auch. Juli, raus, böse. Ja, er sagt Juli, raus, böse. User was böser Juli, sagt er. Ich habe einfach mal rausgeswitcht mit meinen Mega-Admin-Skills. Wir sehen das Finale des 4-Player Tune to Action Cups. Vom, und jetzt bin ich fast überfragt, 2. Soll ich die Einleitung machen? Ja, du darfst Intro machen. Aber heute ist die zweite Reihe, oder? Gegen Türkis und Lila. Hm, cool. Oben gegen unten. Gut gegen Böse, Yin gegen Yang. Juli ist Storm King, den ihr auch in dem ein oder anderen YouTube-Video auf BaerTV HD sehen könnt, aber genug Werbung. Juli ist praktisch das Böse im Stream. Ja, Juli ist der schwarze Mann. Juli ist das hässliche Händlein, muss ich sagen. Du schwarze das fünfte Peter. Rad am Trabi. Juli ist quasi die Jammer-Werbung auf MTV. Oh, und Osho hat versucht. Ja. Mining Time ist da nicht bei verloren gegangen, aber das kannst du ja versuchen. Dadurch hat sich der Vorteil, vorher jede Drohne extra so eine Mineral Patch zu bewegen, wieder negiert. Keiner hat hier das coole Bärchenbild als Decal, finde ich schon ziemlich kläglich. Ich finde 1000 Random Siege im 1-on-1 sollte man schon haben, wenn man nicht mitspielt. 10 Pool bei Osho war es, oder? Yep. Snoot geht 13-13, so wie es aussieht. Und Richie auch Standard Gate. Genauso wie Cyclo. Oder heißt der Cyclo? Wie sollen wir ihn nennen? Guck mal hier, Oslo. Oslo sag ich schon. Osho macht das, was ich auch mal mache. 10-Pool! Ja, 10-Pool ist eine angenehme Strat. Kann man relativ zügig Speed holen, die Queen gehen und dann ökonomisch trotzdem mit der Queen und den schnelleren Larven, die einem zur Verfügung stehen, wieder aufholen oder eben schnell Druck machen. Natürlich nicht ganz so ökonomisch gut wie jetzt hier irgendwie 14 Pool oder so, aber wobei da hat man sich auch gestritten, glaube ich. Ja, 14 Pool ist ökonomisch besser, aber so ist es sicherer und man kann Druck ausüben. Income haben wir jetzt bei Saplo und Osho 18-11 gegen 15-14. Somit Gleichstand, auch wenn die Worker ein bisschen unterschiedlich verteilt sind. Die ersten Linge rennen auch gegen die Wand und kriegen nicht wirklich was hin. Richie hat den Wall jetzt dann praktisch fast fertig. Und Osho muss hier aufpassen, dass er nicht von Snoots Speedlingen surrounded wird. Baneling Nest jetzt bei Snoot. Speedlinge? Ja, es sind bald Speedlinge. Zerklinge. Pfennigfuchser. Für die APM-Fetischisten. Osho wieder vorn. Wie schon die letzten Spiele auch. Wir können auch mal auf seine Kameraperspektive gehen. Zu so gucken, wie er jetzt seine APM kriegt. Ist Speed fertig, aber es bringt so ihm das nicht so viel. Boah, der ist wirklich hektisch panisch unterwegs. Okay, ich möchte es euch nicht mehr antun. Speedlinge jetzt fertig. Hä, ihr könnt gerade einen Runby machen. Macht jetzt nicht. Proxy Pylon hier schon gesetzt und Forgate ist jetzt dann fertig bei 5 Minuten 30. Somit schönes Timing hier. Und ja, er hat seine Scroll-Sensitivität aber sehr hoch gestellt.
und run by. Yeah.